Herzlich willkommen zu unserem Filmreifen-Highlight des Jahres. Die Fusion der Kirchenbezirke Crailsheim und Blaufelden. Im Januar 2024 wird nicht nur das Feuerwerk am Himmel bunt, sondern auch unsere Kirchengemeinden. Über 50 Kirchengemeinden, 70 Kirchen, 40 Pfarrerinnen und Pfarrer und über 2000 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schließen sich zu einem Kirchenbezirk zusammen. Das ist der Stoff, aus dem unsere Kirchen-Blockbuster-Story besteht. Aber was ist denn eigentlich ein Kirchenbezirk? Die evangelische Kirche muss vor Ort und nahe am Menschen sein. Denn wir freuen uns über die vielfältigen Angebote für Kinder, Babys, Jugendliche, junge Erwachsene, Familien und Senioren in unseren Gemeinden. Es gilt auch, im neuen Kirchenbezirk diese Angebote zu erhalten, zu gestalten, loszulassen und neu anzufangen. Übrigens kannst du auch ganz bequem von zu Hause aus mit dabei sein. Über YouTube. Oder über die Telefonandachten. Unsere Posaunenchöre, Bands und Kirchenchöre bringen mit echter Live-Musik den nötigen Schwung in unsere spirituellen Aktivitäten. Aber Hand aufs Herz, liebe Leute. Die Zeiten ändern sich. Keine Gemeinde kann mehr alles alleine stemmen. Wir brauchen einander und werden füreinander zum Segen. Deshalb lautet unser Motto im neuen Kirchenbezirk: Gemeinsam stark. Gemeinsam rocken wir die Kirchenbank. Wir haben durch Kooperationen nicht nur tolle Projekte wie Tauffeste, Church Nights, Jugendgottesdienste und Kinderbibeltage im Angebot, sondern sind auch da für Menschen in besonderen Notsituationen. Hier kommen die Profis ins Spiel. Professionelle Hilfe von ausgebildeten Personen. Und das sind immerhin weit mehr als 540 Beschäftigten in den Kirchengemeinden und im Kirchenbezirk und weit darüber hinaus. Wir von der FBS sind für Sie da, mit allen Kursen und Angeboten für alle Menschen. Von ganz jung bis alt und in allen Lebenslagen. Wir freuen uns auf euch. Wir sind übrigens auch an den Schulen. Mit über 500 Religionsstunden kümmern wir uns um die religiöse Bildung von Kindern und Jugendlichen. Jede Woche. Die psychologische Beratungsstelle des Kirchenbezirks ist da, wenn persönliche Krisen einen Schatten auf den Lebensweg werfen. Und im Diakonieverband Schwäbisch Hall, da gibt es Rat und Hilfe für Menschen in schwierigen Lebenslagen. Von der Schwangerenberatung bis zum ambulanten Hospizdienst. Die Diakoniestation Blaufelden und die Diakonie daheim schicken Pflegekräfte und hauswirtschaftliche Fachkräfte direkt zu Ihnen nach Hause. Ach ja, das Tafelmobil in Crailsheim und Blaufelden, das geht über die Dörfer und bringt Nahrungsmittel und was man so für den täglichen Bedarf braucht für Menschen, die nicht viel auf der hohen Kante haben und sich da dann immer wöchentlich bedienen können. Und sie freuen sich darüber. Natürlich kommen bei uns auch die Kinder und Jugendlichen nicht zu kurz. Zwei Jugendwerke unterstützen den neuen Kirchenbezirk und die Kirchengemeinden in der Kinder- und Jugendarbeit. Wir schulen Ehrenamtliche, feiern Jugendgottesdienste, fahren auf Freizeiten und bieten Zeltlager an. Bei uns erlebst du Gemeinschaft, leckeres Essen im Schülercafé und kannst dich mit deinen Begabungen einbringen. In den zwei Bezirkskantoraten werden unsere Chorleiter und Organisten ausgebildet. Und wo laufen schließlich alle Fäden zusammen? Hier im Dekanat in Crailsheim, wo Dekanin Wagner den Kirchenbezirk Crailsheim-Blaufelden mit Verstand, Herz und jeder Menge Engagement führt. Gemeinsam sind wir mehr als die Summe unserer Kirchengemeinden. Wir sind evangelische Kirche vor Ort und gemeinsam sind wir stark. Aber wer sind wir schon ohne Gott? Letztlich ist es doch die Kirche von Jesus. Und wegen ihm sind wir überhaupt hier. Herzlich willkommen.